Recht herzlich willkommen zur Folge 216 von Simotrans. Ja, und wir sind wieder in unserem Spiel drin. Letztes Mal haben wir schon wieder alles versucht zu optimieren, damit wir irgendwo hinkommen, damit wir hier nicht, Geld verlieren, so viel, ne? So, zwei Dinge wollte ich wohl machen. Also erstmal wollte ich mir hier die Warteliste aufrufen. Wartend, absteigend und dann da reingucken. Wo sind natürlich unsere Gäste, die am meisten warten? Und das ist zum Beispiel hier in Lindau an der Tankstelle. Ja, die trinken da nicht alle Bier, sondern die warten auf den Bus wahrscheinlich. Da müssen wir jetzt mal gucken. Über Mainz neben H warten 840 Gäste. Jetzt müssen wir rausfinden, welcher Bus fährt da lang. Gute Frage, ne? Die wollen nach Mainz neben. Über Mainz neben. Ja, über ist doof. Müssen wir mal anders gucken. Lindau Knoten wollen die hin. Das ist schon eher was zu finden, denke ich mal, ne? Wo ist Lindau Knoten angebunden? Das ist die Frage. Der macht's nicht. Tankstelle. Der fährt da auch nicht hin. Das war Linie 1. Das macht Linie 2. Fährt der zum Knoten? Ah, ich glaube, wir machen das andersrum. Ist einfacher, ne? Wir suchen mal gerade Lindau Knoten. Lindau Zentrum. Lindau Mainz neben ist da oben. Über Lindau Knoten fährt er. Wo ist denn der Knoten? Der muss ja hier oben dann auch sein. Lindau Reiseltransfer, gibt's das denn? Da oben ist Mainz. Mainz, Mainz. Da ist schon Lindau. Lindau Mainz, Mainz. Lindau Neustadt, Lindau Zentrum. Markt, wo ist der doofe Knoten, Mann? Gibt's doch gar nicht, oder? Da ist er. Da ist der Knoten. Welcher Bus fährt da lang? Stadtbuslinie 6. Das heißt, wir müssen auf der 6er Linie einen weiteren Bus drauf haben. Gut. Da ist die Bushaltestelle. Bushaltestelle sage ich schon da. Dann Linie 6. Zack. Starten. Gut. Wir haben jetzt keine Musik, weil ich in der Pause bin, sonst wird Musik laufen, damit ihr das schon mal wisst. Lindau Knoten hat sich erledigt. Mainz Wald. Okay, das ist ja schon mal einfacher zu finden, ne? Da muss hier oben sein, wo Mainz auch ist. Mainz Wald. Da ist Mainz Wald. Welche halten denn da? Linie 2 und Linie 4. Wunderbar. Interessant, dass da zwei Lindau-Busse fahren. Tja. Ich glaube, jetzt müssen wir uns doch die Linien erst angucken dann. Mainz Wald, Mainz neben, das haben wir da auch. Also, das heißt, da definitiv, Linie 2 muss definitiv ein weiteres Fahrzeug drauf. Die beiden, die da fahren, sind ja auch schon ziemlich gut am Geld verdienen. Fahrplan? Nein, Quack, das war vollkommen falsch. Hier müssen wir hin. Ist schon offen. Da ist ein Fahrzeug. Wo ist denn jetzt hier? Bitteschön. Tankstelle brauchen wir. Knoten hat sich schon erledigt. Den können wir schon mal zumachen. Die Linienverwaltung bitte nach da unten links. Jetzt kann ich das Depot nicht anwählen, weil da ein Fahrzeug steht. So, zweimal klicken, dann geht's ja, ne? Okay, der sitzt da jetzt drinne. Ist gut. So, Stadtbus. Linn 2 war das, ne? Starten wir. Das ist der. Gut, und wir haben noch einen, der auf Linn 4 fährt. Jetzt ist die Frage, wer ist, was fährt Linn 4 an? Das ist ein Doppeldeckerbus. Und der fährt Miese. Das heißt, da müssen wir gar keinen draufsetzen. Stellt sich die Frage, wo ist diese Linie, ne?
Neustadt, Zentrum, Wald, Zweig, neben. Es wäre schön zu wissen, was passiert auf Linie 4. Ist das irgendwie eine Doppelbelegung? Neustadt. Nicht hier drin, ne? Zentrum ist da rechts drin, ne? Mainz-Wald ist da auch drin, ne? Zweig. Ist da nicht drin. Naja, der fährt so ein paar Bushaltestellen ab. Okay, dann lass es so. Lass den einen da drauf. Muss so klappen. Dann haben wir Lindau H. Ist auch schon hier schon. Details. Welche Bus fährt da? Ah, ich wollte doch nicht sowas jetzt hier haben. Ich wollte sowas haben. Linie 6 haben wir schon gemacht. Ein Doppeldecker-Einzelfahrzeug fährt da auch noch lang. Wow. Der hat keine Linie. Auch super. Dann lass ihn jetzt fahren. Besser. Ausbau Mainz, Lindau, Mainz. Ich glaube, das lassen wir erstmal mit der Haltestelle. Dann gehen wir hier hin. Was hat er denn? Rollenpapier für die Druckerei stehen da. Noch 5.520 Rollen. Stellt sich da nur die Frage, ob diese LKWs hier auch genug Plus fahren. Tun sie aber eigentlich, ne? Und da dann noch so viel liegen. F. Müllhof, F. Druckerei heißt die Dingens. Setzen wir da noch einen drauf, wa? Druckerei, der ist das. Starten wir noch. Gut, haben wir auch gemacht. Dann haben wir hier Darmstadt Personenverkehr. Das ist ein Bahnhof. Köln, Ostsiedlung, Flughafen. Ach, das sind gar nicht so viele mehr dahin. Gut. Über. Warte, dann machen wir erstmal via Menge. Ah, über die Bahnlinie gehen 3000 los, ey. Und der Flughafen ist ja auch noch die gleiche über Bahnlinie. Das andere ist übern. Ja, das heißt, da müsste rein theoretisch müsste da noch ein Zug drauf, ne? Aber warum? Ah, da ist doch einer drauf. Wo ist der? Ach ja, hier ist er wahrscheinlich. Und ich glaube, ist er das? Darmstadt Köln, genau der ist das. Und ich gehe fast von aus, der fährt irgendwie so eine komische Strecke, ne? Pass mal auf, irgendwo fährt der. Ja, da ist schon das Problem. Ich hab's schon gesehen. Gut, der fährt einen Heidenumweg wahrscheinlich. Das heißt, wir pausieren, gehen auf die Schiene und machen die mal hier geradeaus rüber. Dann kann der da lang fahren. Dann sollte sich das vielleicht auch bessern. Der fährt nämlich jetzt irgendwo unten rum einen Bogen oder sowas. Gut, haben wir. Was haben wir noch? Darmstadt hatten wir gerade. Lindau Westsiedlung. Okay, das ist hier. Über Köln-Land Bahnhof. Das ist doch hier, der dann auch bis nach Gelsenkirchen durchfährt, der Zug, ne? Itzehoe, Buchwinder. Köln-Land Bahnhof. Warte mal. Nee, das ist. Ach so, das ist hier oben lang. Das ist ja ein Doppelbahnhof, genau. Die einen wollen da lang, die anderen da lang. Und welcher Zug fährt hier lang? Das ist die Frage. Der da fährt da lang. Ist auch voll. Ah, die Details brauche ich jetzt natürlich nicht. An allen Bahnhöfen warten so viele. Das heißt, auf der Linie muss unbedingt noch ein Zug drauf. Wo ist ein Bahnhof? Köln-Lindau, Itzehoe, Lindau. Ich glaube, da müssen wir hier oben einen wegholen.
Und zwar Elektrotraktion und dieser hier. Eins. Oh, es ist aber... Ja, komm, dann nehmen wir so ein und dann brauchen wir noch einen Endzug. Und dann können wir den auf die Linie Köln-Land Lindau-Itzehoe setzen. Und der startet dann da. Und den nehmen wir gleich an. Und der muss natürlich erstmal wo? Köln-Land anfahren als erstes. Gut. Den lassen wir mal offen und stützen den hier unten auch hin. Dann die nächste. Der fährt in die andere Richtung. Lindau Tankstelle. Okay, das ist der Zug, der da unten fährt. Das ist nicht so viel. Das kann so bleiben. Westsiedlung Gelsenkirchen. Bahnhof. Wo wollen die denn alle hin? Ah, da müssen wir wohl mal da unten hin. Gelsenkirchen Ost. Ach so. Das ist innerstädtisch. Da. Und wo ist es hier mit? Ich glaube, da haben wir gar nicht so viele Linien. Kann das sein? Da ist nur eine Linie, die da fährt. Gut, ist nicht schlimm, wenn da nur eine Linie fährt. Gucken wir mal gerade. Ist das da auch Linie 1? Ja, ist es auch. Das heißt, wir müssen da nur Busse draufsetzen. Und so wie das aussieht, ist alles fast innerstädtisch. Das heißt, drei Busse mindestens oder so. So, das will er wieder nicht. Nach da unten rechts ist es offen. Jetzt sehe ich es gerade schon. Das ist Stadtbus Gelsenkirchen. 1. Und kopieren wir. Das ist zweimal zu machen. Und starten wir. Und der soll aber... Gibt es da einen Bahnhof? Einen Bahnhof, sage ich schon. Irgendwas mit Gelsenkirchen. Transfer, da soll er starten. Da ist er doch. Gut. Das heißt, er kann da unten auch erstmal hin. Und das wollten wir ja nochmal machen, ne? Den haben wir auch schon. Starten. Und der andere soll aber zum Bahnhof durchfahren dann, denke ich mal. Transfer, Bahnhof. Der startet vom Bahnhof. Gut, wo er dann hinfährt, keine Ahnung. Haben wir auch gemacht. So, das war viel innerstädtisch. Das passt ja auch. Gelsenkirchen, Bahnhof, da. So, Dortmund, Kreisel. Ach, da liegt Holz. Ne, es sind auch Passagiere. Wo ist denn der? Ach, da oben ist der. Ne, da geht jetzt gerade nichts, weil wir hier sind. Wer fährt denn? Ach so, das ist natürlich Zubringerbus, ne? Und davon wollen sie auch alle zum Dingens, wie heißt es, zum Flughafen. Und wie ist die Lage da? Jo, die ist super. Die fahren alle plus, die da lang fahren. Tja. Wo war das? Eher oben war das Depot in Osnabrück oder in Münster? Ne, Münster ist das hier. Münster, der. Irgendwie ein ZBB. Dortmund Flughafen, der ist das. Kopieren wir. Und starten wir einfach alle drei. Gut. Haben wir drei mehr. Das war Dortmund, Münster West. Ah, okay. Das ist ein Flieger. Und das Flugzeug steht irgendwo. Gute Frage, wo? Keine Ahnung. Über Itzehoe Wald Flughafen ist klar. Dann nach Köln. Flughafen lassen wir jetzt erstmal außen vor. Das war so ein schwieriger Fall schon, ne? So, Köln-Land. Über Itzehoe Buchhändler. Okay, da haben wir schon einen draufgesetzt. Über Lindau. Und ja, das ist okay. Das ist schon erledigt mit dem anderen Zug, den ich da schon in Auftrag gegeben habe. Dortmund-Oberstadt. Das ist hier. Ups, das bringt uns nicht weiter. Details, ah, das ist das gleiche in grün hier. Da habe ich aber schon gerade eben drei draufgesetzt. Das lassen wir dann mal so.
Köln-Ostsiedlung, das ist Flugzeug dann auch wahrscheinlich. Itzehoe Druckerei, das ist aber woanders. Aber da warten ja auch Palettenbücher, okay. Ist die Frage, wo die alle hinwollen, ne? Zum Buchhändler? Nach Dresden. Schwierig. Ach, da fährt gerade eins, oder? Der hat wahrscheinlich die Bücher. Der fährt auch knapp, nee, der fährt richtig viel plus ein, ne? Dresden Südsiedlung, Itzehoe Druckerei. Wenn der 148.000 plus fährt und der ist rot, dann frage ich mich, warum der rot ist. Wie ist denn die Linie? Ist nur zwischen diesen zwei Orten. Komisch. 6.000 Minus macht er da. Verstehe ich jetzt nicht. Das Schiff lassen wir mal hier gerade. Gut. Nächste. Der Buchhändler in Itzehoe. Das ist gleichzeitig auch der Bahnhof, ne? Ja. Das ist Zug, das ist Zug. Und das ist Innerstädte. Ich glaube, das brauchen wir nicht anpacken. Ludwigshafen, Mitte. Was ist hier los? Das kann man weg. Das ist hier, eine Doppelbahn. Und eine Straßenbahn fährt er auch lang. Duisburg Autohaus. Das ist innerstädtisch alles. Das spricht dafür, dass da noch eine Straßenbahn drauf muss. Autohaus war ja hier ganz oben irgendwo, ne? Fährt er auch vorbei. Und das ist der Doppelte. Ja, wo ist hier der Lokschuppen da? Elektrotraktion. Da unten fährt noch so einer. Ach, das ist dieser hier, ne? Gut, dann starten wir den doch mal, ne? Das müsste der sein. Die Passagiere gehen da rein. Kapazität, wo steht die? Da oben 230. Gut, das müsste okay sein. Können wir auch mal gerade aufrufen. Gehen wir da links rüber. Passt. Ludwigsburg. Nee, Ludwigshafen ist das. Dann gehen wir mal weiter nach Osnabrück Transfer. Das ist diese Bushaltestelle. Gut, sehe ich gerade. Wo fährt er lang? Münster-Osnabrück und Linie 1. Ah, der bedient den Flughafen auch, ne? Zum Münster-Rathaus wollen sie auch. Flughafen und Stadt ist das. Einen noch drauf, oder? Das ist nicht richtig. Wo ist denn der offen? Hä? Sind da so viele drinne? Ja, tatsächlich. So, was war das gerade? Münster? Muss ich nochmal hier aufmachen? Stadtbus Münster Osnabrück heißt er. Stadtbus. Da ist er. Starten. Fertig. Mach den auch noch ruhig auf. Gut. Dann würde ich aber sagen, lassen wir die erstmal gerade ein bisschen fahren und gucken uns das an, wie sich das entwickelt, oder? Gut. Ja, jetzt sind wir mit vielen Fahrzeugen natürlich hier unterwegs. Hier haben wir unser Gesamtbild. Und was ich am Überlegen bin, auch noch. Wie es weitergehen soll in Beziehung. Instandhaltungskosten hier, ne? Die sind 649.000, ne? Also 650.000. Wir können natürlich etwas abreißen, was uns viel Geld kostet.
Ist nur die Frage, wie lange rentiert sich das? Wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, hier sind wir schon richtig, ne? Und zwar können wir... Da, das alles abreißen ist. Unterirdisch wird nicht genutzt. Kostet wahrscheinlich richtig viel Geld, Instandhaltungskosten. Ist nur die Frage, rechnet es sich? Wir haben jetzt noch hier 83.000 schon in den Miesen. Haben natürlich jetzt gerade Fahrzeuge gekauft, ist auch klar. Wir haben 2,2 plus. Marge müsste mal in Null kommen, ne? Monatliche Kosten sind hier. Wir haben schon eine ganze Ecke Einnahmen hier. Wenn wir natürlich die Instandhaltungskosten senken können, wäre nicht schlecht, ne? Fährt schon einer hier plus? Ach, das hier ist Güterschiff, ne? Haben wir extra rausgenommen. Der fährt ja reichlich plus. Der ist ja gerade wieder abgeliefert. Aber warum ist die Linie rot? Das weiß ich nicht. Hm, komisch. Ich sehe jetzt keinen mit schwarzen Zahlen. Hier versteckt sich... Oh, der ist auch mit plus. Haben wir den neu aufgesetzt? Dann ist das ja schon mal prima. Dann haben wir den ersten im Plus. Der hat auch 108 Fahrgäste da dran, ne? Ne, den haben wir nicht neu gekauft, ne? Lindau, ist das Linie 2? Oder doch, doch, haben wir neu gemacht. Gut, den können wir schon mal rausnehmen, der ist schon mal positiv in Entwicklung. So. Mach das mal gerade hier wieder aus. Ja, was sparen wir? Wahrscheinlich, keine Ahnung, 100.000 hier oder sowas. Gegengerechnet sind natürlich die Abrisskosten. Schwieriges Unterfangen. Hier oben, der hat schon plus 73. Was ist das? Dortmund Flughafen. War klar. Hier unten, der ist auch im Plus. Welcher ist das? Stadtbus Gelsenkirchen, Linie 1. Können wir auch dicht machen, der ist im Plus. Und das, wenn das so viel Plus schon ist, das läuft dann auch. Welcher ist das denn hier? Achso, der Zubringerbus ist das. Brauchen wir uns auch keine Gedanken drum machen, der fährt auch plus ein. Was ist das denn hier unten? Ach, das ist unser neuer Zug. Der ist aber schon voll geladen mit 604 Fahrgästen. Hier ist die Straßenbahn. Fährt auch schon plus ein, die neue. Brauchen wir also auch nicht drüber reden, denke ich. Ist auch schon durch. Noch eine Haltestelle und das wird sich noch mehr summieren. Jetzt kommt gerade keine Haltestelle, ne? Ist klar. Hier, der fährt den Bahnhof hier unten ein. Mal gucken, was passiert. Ja, da hat er jetzt gerade schon entladen und hat... Die Anfahrtsstrecke war natürlich jetzt noch dabei zu rechnen. Hat aber keine geladen, interessanterweise. Hm, das ist nicht gut. Ja, hier 122, ne? Steht gerade an der roten Ampel. Aber den können wir auch zumachen, der macht auch Plus. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Warum der rot ist, keine Ahnung. Was machen die Statistiken denn da? Die sind doch auch im Plus. Ach, guck mal an, jetzt ist er ja auch nicht mehr rot. Okay. Und da lagen noch genug, ne? Sollten wir das mal doppeln? Wo sind wir jetzt hier? Da. Ne, dann gehen wir besser hier hin. Da kommen wir schneller. Da unten waren über 5000 Bücher, oder? Meine ich auf jeden Fall. 1600 Paletten. Und Papier, der wird noch gedruckt, sind noch 100 Bücher zugange und läuft sogar noch. Jetzt ist noch die nächste Frage, wo gehen die alle hin? Es sind zwei Buchhändler da. Okay, einmal sollte es nach Itzehoe gehen und einmal natürlich hier nach Dresden. Der hat noch 87 Bücher. Der kann aber auch reichlich noch gebrauchen, ne? Hm. Schwierig.
Komm, zack. Was haben wir zu verlieren? Was haben wir denn noch für ein Stück Gut hier? Müllschiff, wo ist ein Stück Gut? Contain. Das ist er, ne? 220 und er hat 68, da brauchen wir da nicht drüber reden. Und die Linie ist Dresden-Südsiedlung jetzt hoher Druck. Und starten. Und Fahrplan ist natürlich Druck zuerst, ne? Ja, okay. Macht er auch. Gut, den nach unten rechts. So, wir haben natürlich jetzt richtig viel Geld miese, aber wir haben das natürlich auch in Fahrzeugwert, ne? Ist klar. Allerdings sieht's hier mau aus mit 508.000. So. Sollen wir das jetzt machen mit dem Dingens? Mit dem Tunnel in der Erde? Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, aber das kostet uns Unterhalt, das ist das Problem. Was kostet ein Tunnel? Da. Das sind 600 Euro. Ich glaube, wir sparen Unterhaltskosten ohne Ende. Boah, einmal abreißen kostet 2000. Da fährt auch noch ein Zug unten durch, sehe ich gerade. Aber ich glaube nicht, dass der hier unten anhalten wollte. Die Bahnsteige sind bestimmt hier unten auch noch teurer, oder? So, wie war das hier? Ich glaube so rum, ne, oder? Okay, dann so rum. Ist weg. Ja, das geht dann nicht. Oh oh, schnellstens umgekehrt geht nicht, schade. Jetzt die Frage, was da gerade weggerissen ist, weil da ist jetzt ganz viel weg. Die Brücke nehmen wir auch weg, die war auch zu teuer. So, geht nicht so rum, geht nur so rum. Das Tunnelportal auch weg. Hier ist noch Tunnel. Ist weg. So, jetzt haben wir da unten aufgeräumt. Das hat uns rundweg 400.000 gekostet, so wie ich das sehe. Wieder nach oben. Was hat es uns weggerissen? Oh, hier hat es uns ganz viel weggerissen, sehe ich schon. Das ist nicht gut. Da werden gleich irgendwelche Fahrzeuge schnellstens noch meckern. Hallo, ich brauche Linie, Zug. Boah, der hat's hier einen ganzen Bahnhof weggekickt. Das ist doch nicht wahr, oder? Ist da irgendwo schon einer am Meckern gewesen, dass es hier kein Dingens gibt? So, bis dahin. Und eine Brücke brauchen wir auch noch. Jetzt kriege ich hier nicht eine Brücke hin, oder was? Das ist doch eine Brücke. Keine Ahnung, warum das nicht will, aber diese Brücke, die jetzt hier rüber geht, die können wir erstmal wegreißen.
Weil die brauchen wir ja nur wirklich nicht mehr, ne? Und die brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt schnell gucken, dass wir eine Brücke da hinkriegen. Das muss doch hier gehen, oder? Hallo? Ich hätte gerne eine Brücke darüber. Ja, keine Ahnung, warum das nicht geht. Machen wir den weg. Haben wir die Brücke ausgewählt. Das ist doch eine Brücke, oder? Ne, will er nicht. Keine Ahnung, warum nicht. Gut, hier haben wir noch einen Doppeldeckerbus, der Plus macht. Dieser macht kein Plus. Das ist ein Zubringerbus. Schade, hier haben wir jetzt... Der zeigt wieder rot an. Keiner weiß warum. Fährt aber gerade auch mit 200 vollen Büchern wieder durch die Gegend. Hier unten haben wir noch einen. Oh, der macht gerade Minus. Hat aber auch 200 Bücher geladen. Der Bus hier macht Plus, das ist prima. Hier unten machen wir Plus, das ist auch prima. Da machen wir Plus. Das ist ein Zug, ne? Genau, der macht gerade noch einen richtigen Schwung. Auch wunderbar. Hier haben wir einen, der macht Minus. Lindo statt Fahrziel. Wieso hat der keine Linie? Knoten Lindau. Tja, Stadtbus Lindau Linie 2, würde ich sagen, oder? Starten wir den mal in die Richtung und fertig. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Findet keinen Weg mehr. Wo muss er denn lang? Okay. Ich denke, er muss hier rüber. Oder will hier rüber. Und da will irgendwie keiner darüber fahren. Weil ich da keine Brücke hinkriege. So ein Shit aber auch. So. Warum geht die Brücke nicht? Wahrscheinlich, weil da unten ein Schienenstück war. Jetzt habe ich es gerade gesehen. So, jetzt passt's. Deswegen ging's nicht. Alles klar. So, der darüber. Und der da lang. Und da Strom hin. Gut, ich glaube, das läuft jetzt eigentlich. So, wo fehlt's hier an Gleisen? Ich glaube, von da oben. Da drauf und da drauf. Und das Ganze muss natürlich auch Strom haben. So, der hier unten fährt schon mal wieder. Ich hoffe, das hat's jetzt als einziges zerrissen. Wenn, dann meckert gleich wieder einer. Der ist jetzt auf jeden Fall weg. Gut. So, 7902. Der fährt ja Plus jetzt auch ein, ne? So. Dann haben wir hier noch einen. Wieso fährt der ohne Passagiere da durch die Gegend? Achso, der holt gerade. 492.000. 649.000. 1,3 Millionen. Wir haben den 19. Dezember. So, der hat jetzt voll geladen. Der auch. Der fällt auch zurück. Gut. So, sieht alles nicht rosig aus zurzeit. Aber ich sag mal, für die Folge soll das erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.